Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tomb Raider. Ich bin der Fangamer. Mal schauen, ob wir es jetzt hier besser machen werden als beim letzten Mal. Kolki! Kolki! Kolki kam, als du die anderen befreit hast. Wir wussten nicht, dass er ein Jaguar-Krieger ist. Er wollte mich bezahlen. Was sollte ich tun? Ich weigern, Poma. Der Kult von Kukulkan hasst Fremde und Verräter. Jetzt aber, Kolki. Tod dem, der sich Kukulkan widersetzt. Da! Das ist die Fremde, vor der Kukulkan uns gewarnt hat. Bring sie um, bring sie um! Kacke Scheißen, Alter. Oder wie können die mich sehen? Oder was? Ich habe keine Waffen mit? Oh, Scheiße. Wow. Oh, das war jetzt geil. Oh mein Gott! Mein Gott! Ach, gescheißen! Na, fick dich doch, Alter! Oh.
Oh, geiler. Oder was? Ja, komm her. Oh, du bist explodiert, das nicht. Fuck! Oh. Oh, ich bin im Arsch, Alter. Alter, machst du Spaß? Na, das sind nur viele, Alter. Oh, ich bleib hängen. Kann
Scheiße, hat das jetzt kostet. Okay, endlich wieder raus. Das ist geil. Halt. Da oben sind ja Fähigkeiten, glaube ich, noch nicht freigeschalten. Das ist auch geil. Oh.
Eigentlich will ich das nicht machen. Aber es ist so. Oh. Na gut, es ist entschieden. Ich kehre vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zurück. Isik, willst du eine Geschichte hören, die meine Mutter mir immer erzählte? Liebend gern. Du hast sicher die Becken in der Stadt bemerkt, oder? Weißt du, warum sie existieren? Nein, warum? Einst hatten wir eine sehr eitle Königin. Sie ließ diese Becken ausheben, damit sie stets ihr Spiegelbild sehen konnte, wenn sie durch die Stadt ging. Eines Tages kniete sie an einem der Becken, als ein Fisch auftauchte. Sie wurde sehr wütend. Das Kräuseln des Wassers hatte ihr Spiegelbild zerstört. Als die Königin den Fisch fangen wollte, fiel sie in das Becken und verschwand. Sie verschwand? Auf der Suche nach ihr wurden viele Gänge zwischen den Becken entdeckt. Sie aber blieb verschwunden. Es heißt, die Königin würde noch immer versuchen, den Fisch zu fangen. Danke. Eine interessante Geschichte. So ein paar Ressourcen warten, Leimert. Die Rebellen wollen unbedingt, dass jeder weiß, wie schlimm Amaru wirklich ist. Aber sie sagen nicht, dass Paititi ohne Amaru und seine Geschäfte mit den Fremden schon vor Jahrzehnten in Vergessenheit geraten wäre. Glauben die etwa, wir hätten wegen ihnen Mais auf den Feldern oder Fische im Fluss? Amaru hat während der... Blablabla. Wir nehmen alles. Schauen wir mal, was da was gibt. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, ich brauche auf jeden Fall Heilung. Ich werde die Stadt durchforsten bis zur Hauptmission dann. Das hat euch dann aber nicht mehr zu interessieren, weil darum werde ich hier beenden. Wir werden dann bevor ich die Hauptmission starte, werde ich wieder euch live zuschalten. Also macht's das gut bis dahin. Ciao und Baba.